Vor den 3 Jahren habe ich auf jeden Fall keine Techno-Musik gehört. Jetzt mache ich es. liegt wohl am DJ bei uns im Team. Ich heiße Nina Benz, bin 25 Jahre alt und fahre beim Lexfair Mountainbike Team. Ich wohne in Freiburg. Ich bin hier 2019 zum Radfahren hauptsächlich hergezogen. Ursprünglich komme ich von der Schwäbischen Alb. Also ich wohne in Freiburg, einfach weil es ein Fahrradparadies ist. Ich fahre für das Lexfair Mountainbike Team seit 2022, also seit 3 Jahren. Im Lexfair Team waren vor mir schon 2 oder 3 jüngere Fahrerinnen. Ich glaube, ich war da die erste Elitefrau. Ja, es war schon cool, weil es halt voll viele Jungs waren im Team und dann mal so ein bisschen Mädelswind da reinbringen. Die Jungs werden nicht bevorzugt, mir Mädels auch nicht, aber es ist einfach Gleichberechtigung, ist, glaube ich, ganz auch wichtig, weil das ja auch ein, zeigt von einem ausgewogenen Teamverhältnis. Und ich glaube, es ist schon cool, auch so für die Außendarstellung einfach. Hey, wir können das auch und wir können das genauso cool und genauso gut wie die Jungs. Und ich glaube, vor allem, also dass Frauen und Männer nicht genau gleich wahrgenommen werden, wenn die Leute gesagt haben, ja, also, sind wir mal ehrlich, Frauenrennen war jetzt nicht so spannend, wir gucken halt Männerrennen an. So, das ist halt schon fies, gell? Also, da merkt man das schon dann. Aber die letzten 2, 3 Jahre ist Frauenrennen so spannend geworden. Das hatten die Jungs halt schon viel früher, aber bei uns Mädels ist das Leistungsniveau auch so angezogen. Aber da hat man schon gemerkt, ja. Meine größte Unterstützer sind wirklich meine Eltern, also seit Tag 1. Als ich angefangen habe, war ich 2 Jahre alt. Mit 3 bin ich mein erstes Rennen gefahren, da habe ich mir über die Sache noch keine Gedanken gemacht. Da waren wir am Gardasee mit meiner Familie und ich glaube, wir waren eigentlich zum Surfen da. Vormittags hat man noch eine Beschäftigung gebraucht, da sind dann meine Eltern Radfahren gegangen. Und irgendwas war mein Papa sein Fahrrad kaputt, auf jeden Fall musste mein Fahrrad laden. Und dann habe ich so ein kleines pinkes Fahrrad entdeckt mit ja, 2, 2,5. Und ich wollte das unbedingt und habe meine Eltern die Hölle heiß gemacht. Und meine Eltern knicken eigentlich nicht ein bei sowas, aber dann haben sie gedacht, ja gut, dann kaufen sie halt dem Mädchen das pinke Fahrrad. Und ja, that's it, da hat es angefangen. Ja, und mit 3 bin ich dann mein erstes Rennen gefahren. Meine Mama noch nebenher gejoggt, weil sie sich nicht getraut hat, mich alleine zu fahren. Nicht, dass mir was auf der Sportplatzrunde passiert. Ja. Also Powerflitzer heißt die Altersklasse. Ja, ich habe es sicherlich nicht gewonnen. Also ich wurde da bestimmt Letzte, aber war wahrscheinlich auch mit Abstand die Jüngste. Ich muss sagen, ich bin da nur gefahren, weil mein Bruder ist früher Rennen gefahren, der war 6 Jahre älter als ich und ich war immer so, ja, was mein großer Bruder macht, das möchte ich auch können und auch machen und deswegen bin ich dann auch Rennen gefahren. Meine Eltern haben nie das Ziel verfolgt, dass ich das irgendwie mal professionell oder so mache. Die haben mich durch meine ganze Jugend unterstützt. Auch wenn ich keine krasse Überfliegerin war, das war denen wirklich egal. Mein Papa und meine Mama waren immer mit Herzblut dabei, sind mit mir auf jedes Rennen gefahren, egal wie weit weg das war. Die sind eigentlich bei jedem Rennen dabei, auch wenn sie keinen Job mehr haben. Also die sind einfach nur noch zum Anfeuern da, zum Genießen und um mich mental zu unterstützen. Ja, das ist richtig schön, das so zu sehen oder das erleben zu dürfen. Ja. An Wettkämpfen taugt mir, glaube ich, der Spirit, mich einfach mit anderen zu messen, über mich hinauszuwachsen, einfach alles zu geben. Und beim Rennenfahren, da gibt es ein Gefühl, wenn man so richtig im Tunnel ist und nicht nach links und rechts schaut, einfach im Modus, einfach fährt. Ich glaube, das ist das coolste Feeling beim Rennenfahren und da möchte man immer hinkommen, aber kommt man natürlich nicht. Ich bin ein richtig zielstrebiger Mensch und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe
und das auch erreichen möchte, dann tue ich wirklich alles dafür. Was mir dabei aber wichtig ist, einfach den Spaß nicht zu verlieren. So früher hatte ich gar keinen Druck verspürt. Ich glaube, es stand einfach immer Spaß an erster Stelle. Also ich bin Rad gefahren, weil es cool ist, weil es Spaß macht. Ich glaube, als ich älter wurde und natürlich die Erfolge eingetrudelt sind, dann habe ich schon Druck verspürt, aber vor allem von mir selber, meine Erwartungen. Also meine Freunde, ist ganz egal, welche Platzierung ich jetzt am Wochenende eingeradelt bin. Sie haben mich genauso lieb, wenn ich jetzt, keine Ahnung, würde ich Letzte werden, wäre denen scheißegal, würde ich gewinnen, wenn sie natürlich richtig abgehen, so wie sie jetzt alle auch abgehen. Ja, meine Connection zum Team ist natürlich primär, dass ich Fahrerin im Team bin. Aber was total cool ist, dass meine Teamkollegen einfach auch zu Freunde geworden sind. Wir sind einfach so viel zusammen unterwegs und das ist jedes Mal einfach so eine Gaudi mit den Jungs und Mädels und auch mit dem Teamchef. Dadurch, dass wir alle zusammen zum Rennen anreisen, reisen wir natürlich auch alle zusammen wieder ab. Und das ist ganz cool, weil wir sind so viele Fahrer, also die Wahrscheinlichkeit, dass es bei jedem Kacke lief, ist ziemlich gering. Und auch wenn es mal vorkommt, dann bauen wir uns einfach zusammen wieder auf und dann ist trotzdem Party auf der Heimreise. Bringt auch nichts, also wir sind selber am meisten enttäuscht und ich glaube, das ist ganz auch wichtig, dass man dann einfach wieder zusammen aufsteht und weitermacht. Natürlich, wenn man das dann zusammen als Team macht, ist es nochmal einfacher. Wenn ich jetzt nach vorne schaue, dann bin ich auf Wolke 7, weil ich einfach zur Olympia fahre. Da kommen mir fast die Tränen. Würde ich das euch erzählen, ja. Ja, es ist verrückt. Also wirklich, ich freue mich einfach riesig. Ja. Wie lange habe ich jetzt auf Olympia hingearbeitet? Das erste Mal habe ich es in den Mund genommen. Ja, da war ich Ersatzfahrerin in Tokio und es war, ja, Ersatzfahrerin ist, glaube ich, nie cool zu sein, weil man war so nah dran, aber man hat es einfach nicht ganz geschafft. Und ja, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, 3 Jahren, Paris, da will ich hin und da will ich dabei sein. Ich bin dann eben ins Lexware-Team. Da war einfach so der Drive, ja, der Vibe war da. Und genau, ich habe mich nach einem Trainer umgeschaut. Ich bin dann zum Fabian, habe mit dem halt erst Gespräche geführt, habe gesagt, hey, ich möchte nach Paris, kannst du mit mir bitte den Weg gehen, weil ich kann, also alleine schaffe ich das nicht. So neues Team, neuer Coach, so alle im Blick Richtung Paris, ist halt einfach so, von nichts kommt nichts. Und auch mit einigen Rückschlägen, paar Tränen, viel Schweiß, auch manchmal so schon auch Verzweiflung oder manchmal fast nicht mehr dran geglaubt, aber eben da ist auch wichtig, das Team zu haben um einen rum, der Trainer, die Familie, die Freunde, die trotzdem an einen weiter glauben und immer weitermachen. Und rein hypothetisch, man ist in 3 Tagen nach Paris geradelt, aber so einfach ist es nicht. Ich bin einfach nur glücklich und stolz, dass ich das geschafft habe, dass ich Deutschland bei Olympischen Spielen präsentieren darf. Und aktuell verspüre ich einfach gar keinen Druck, weil es einfach das Coolste, was es gibt, egal was da passiert. Es ist einfach ein Fahrradrennen. Also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, wir fahren da ein paar Runden im Kreis und es ist ein Rennen wie jedes andere auch und nur mit einer viel krasseren Bedeutung, aber ich mache es einfach wie bisher und dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber ja, Druck mache ich mir keinen, ich genieße einfach. Ja, nach Olympia, da heiraten meine Freunde und ich glaube, es sind die verrücktesten 7 Tage in meinem Leben.